So, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem wunderprächtigen kleinen Yu-Gi-Oh! Mastodon Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, das XYZ Festival ist aktuell offen und jetzt online und man kann da jetzt dran teilnehmen und darin spielen. Und wie der ein oder andere von euch ja vielleicht schon bemerkt hat, darf man da keine Link-Monster im Extra-Deck nutzen oder Synchro-Monster oder whatever, Fusion auch glaube ich auch nicht. Man darf nur XYZ-Monster im Extra-Deck haben, das heißt, die Decks, die man da benutzen kann, sind sehr limitiert. Und ich dachte mir, ich nehme da einen netten kleinen Deck-Guide für dieses Festival auf. Theoretisch gesehen kann man das auch außerhalb des Festivals runnen. Ich glaube, das Deck ist gar nicht mehr so schlecht, auch außerhalb des Festivals. Aber ja, das Deck, das wir heute covern werden, ist ein Zodiac-Deck. Damit habe ich bis jetzt sehr viel Erfolg gehabt. Wie ihr seht, bin ich jetzt übrigens auf Platin. Für die von euch, die hier schon länger bei meinem Kanal dabei sind, die wissen ja, in meinem letzten Video war ich noch Gold, jetzt bin ich mittlerweile schon Platin. Und ich hatte auch in diesem Event nur Platin-Gegner und ich kann nicht sagen, ich habe bis jetzt 5 Duelle gespielt und jedes einzelne Duell gewonnen. Was irgendwo zeigen dürfte, wie stark dieses Deck wirklich ist. Ich werde euch gleich sofort zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Deck. Aber erst noch kurz ein, zwei andere Sachen. Und zwar ist das für die von euch, die noch nicht so lange dabei sind auf meinem Kanal, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lassen könntet. Das würde mich sehr freuen, mich sehr unterstützen und mir auch sehr helfen. Deswegen lasst mir gerne ein Abo da, um mich hier ein bisschen zu unterstützen. Das ja, finde ich ganz supi. Falls ihr das mal eben kurz tun könntet. Ansonsten würde ich ganz gerne an der Stelle noch auf Folgendes anmerken. Ich muss mich nämlich einmal kurz entschuldigen für die lustigen Hintergrundgeräusche, die ihr vielleicht in diesem Video hört. Aktuell ist es hier in NRW sehr stürmisch. Wir haben aktuell Freitag und Donnerstag und Freitag war hier angesagt, dass hier mega fette, krasse Gigastürme unterwegs sind. Das hört man teilweise. Ich glaube, mein Fenster rumort im Hintergrund schon mal ein bisschen. Also keine Sorge, ist alles gut. Aber man hört es im Hintergrund. Das ist deswegen kurze Entschuldigung deswegen. Und ja, genau. Sollt ihr mein eigentliches Deck sehen wollen, ich kann es euch auch einfach mal kurz zeigen. Das wäre dann, wo sind wir denn hier? Das hier. Das ist das Deck, das ich aktuell runne. Das ist leicht verändert von der Version des Decks, also das außerhalb vom XYZ Festival. Zodiac Deck. Das Deck runne ich aktuell im Ranked. Das ist ein bisschen anders, eine bisschen andere Version von dem Deck, die ich in meinem Deckguide gezeigt habe. Aber hier oben rechts erscheint gerade so ein kleines i, da könnt ihr mal draufklicken. Und kommt direkt zu meinem Deckguide für dieses Deck hier, für das Tri-Brigade Deck. Falls euch das interessieren sollte, das wollte ich anstelle einmal kurz anmerken. Ansonsten würde ich aber sagen, gehen wir jetzt direkt rüber zum XYZ Festival Deck, beziehungsweise zum Zodiac Deck. Das ist dasselbe Deck hier. Man muss das aber in diesen Event Store kopieren. Ich würde sagen, ich nehme einfach mal das hier. Ich habe das genau in dieser Formel gespielt bis jetzt. Gleich zeige ich euch das Deck auch einmal kurz, im Einsatz. Ich habe zwei nice Replays von zwei nice Duellen, die ich mit diesem Deck hatte. Und wie gesagt, das ist einfach nur eine abgewandelte Version von meinem Tri-Brigade Deck, mehr oder weniger. Übrigens habe ich ein slightly off-topic, aber ich wollte es an der Stelle einmal kurz einwerfen. Ich habe ein Copyright-Claim von Konami gekriegt auf mein Unboxing- oder Pack-Opening-Video, whatever. Also könnt ihr schon mal erwarten, dass ihr wahrscheinlich keine Pack-Opening-Videos mehr vom Kanal seht. Angeblich habe ich da einen Teil des Trailers für dieses Spiel benutzt, was ich nicht habe, obviously. Aber ja, die haben dieses Video geclaimt und wenn die noch zwei, drei Videos claimen, werde ich wahrscheinlich auch keine Videos mehr zu diesem Spiel hier hochladen. Deswegen solltet ihr das vermeiden wollen. Wie gesagt, Support wäre supi. das würde mich auf jeden Fall konvinzen, dass Leute diese Videos auf jeden Fall auch sehen wollen, weil wie gesagt, Konami scheint der Meinung zu sein, Creator, die Content zu diesem Spiel hochladen, sind nicht so cool. Die Copyright claimen einfach mal weg. Anyways, zurück zum Thema. Ich wollte es nochmal einwerfen, weil mich das wirklich gestört hat, als ich das vorhin gesehen habe. Finde ich nicht in Ordnung, was Konami da gemacht hat, aber ja, ich habe einen Copyright-Claim für absolut gar nichts gekriegt und finde ich ein bisschen daneben. Aber gut, jetzt wo ich meinen Frust abgelassen habe hier, würde ich sagen, legen wir los. Und ich erkläre euch, wie das Deck hier funktioniert. Ja, wir haben einmal Maxi. Ihr könnt theoretisch bis zu dreimal Maxi im Deck haben. Wir haben zweimal Ash Blossom. Ihr könnt auch hier, also wenn euch Karten fehlen, grundsätzlich, ihr könnt Karten hier einfach rausnehmen und austauschen. Zum Beispiel könnt ihr einfach dreimal Maxi statt einmal runnen. Ihr könnt dreimal Ash Blossom runnen. Ihr könnt theoretisch auch dreimal Skullmeister runnen. Das sind alles nur Handtrap-Karten hier. Die sind hier nur drin, weil sie einfach allgemein gut sind. Es sind halt Handtraps, ne? Muss ich, glaube ich, nicht großartig weiter erläutern. Logischerweise bietet es sich an, sich dieses Deck hier anzuschaffen, wenn man ein Tri-Brigade mit Zodiac-Karten-Deck im Rank runnt. Ne? Logischerweise, dann hat man den Großteil der Karten schon. Und die meisten anderen neuen Karten, die hier drin sind, die sind quasi eh nur Normal- oder Rare-Karten, keine SRs oder URs. Aber ja, so, wir haben einmal Maxi, wir haben zweimal Ash Blossom. Wie gesagt, davon könnt ihr auch, wie es euch beliebt, mehr reingeben. Von Skullmeister direkt schon auch. Auch das ist eine Handtrap-Karte. So, dann haben wir einmal Zodiac Bunny Blast. Tatsächlich ist diese Karte, glaube ich, in vielen anderen Zodiac-basierenden Decks nicht drin. Ich finde die aber sehr stark. Zum einen, wenn diese Karte zerstört wird, könnt ihr ein Zodiac-Monster in eurem Graveyard targeten und zurück auf eure Hand nehmen. Und wenn ihr hiermit ein Zodiac XY-Monster, XYZ-Monster summont, könnt ihr die Karte als Material abhängen, also entfernen von dem XY-Monster und könnt damit, wenn euer Gegner eine Spellkarte, also eine Zauberkarte aktiviert, könnt ihr die Activation des Effekts davon einfach negieren, was ziemlich verdammt strong ist. Zodiac Whiptail ist ja auch im Tri-Brigade Deck quasi schon ein Staple. In diesem Deck ist diese Karte quasi noch stärker. Zum einen, wenn euer Gegner diese Karte hier angreift und versucht im Kampf zu zerstören,
dann könnt ihr, glaube ich, ist es zerstört oder verbannt? Ich glaube, genau hier. If it's card battles an opponent's monster after damage calculation, banish that opponent's monster. Also ihr könnt die gegnerische Karte einfach vom Spielfeld komplett verbannen, nachdem es mit dieser Karte gekämpft hat. Egal, ob diese Karte hier gewinnt oder nicht. Glaube ich sogar. Ich glaube, in jedem Falle. So, dann haben wir Zodiac, achso genau, und der Grund, aus dem diese Karte so ein Staple und so wichtig ist, ist, wenn ihr irgendein XYZ-Monster, also irgendein Zodiac XYZ-Monster auf dem Feld habt, könnt ihr diese Karte einfach als Material von der Hand aus anhängen. Und wie ihr wisst, diese XYZ-Monster hier, so das hier, die ganzen Monster hier unten, die gainen quasi die ATK der regulären Nicht-XYZ-Monster, die ihr da dran hängt. Das heißt, ihr könnt quasi zum Beispiel hiermit mit Furrowblade, summon ihr jetzt hier, was weiß ich, den Bobo, und dann hängt ihr hier den Whiptail ran und dann habt ihr hier plötzlich 1200 plus weitere 1600 ATK auf der Karte und die Karte ist plötzlich extrem mächtig. Wie auch immer. So, also wir haben dreimal Whiptail, um erstmal durchzukommen. Ne? So, dreimal Whiptail, dreimal Furrowblade. Hier könnt ihr auch theoretisch den weniger von nehmen, aber die Karte ist extrem praktisch, weil man hier mit millen kann. Ihr könnt, wenn ihr diese Karte hier Special Summoned habt oder gesammelt habt, könnt ihr jetzt zum Beispiel einen Whiptail oder auch einen Ram, könnt ihr einfach abwerfen oder zum Beispiel auch den Bunny Blast. Ihr könnt die Karte abwerfen und könnt eine neue Karte ziehen. Die ist also gut, um Karten zu ziehen. Diese Karte, deswegen habe ich die dreimal drin. Dann haben wir hier Zodiac Ram. Im Endeffekt ist das hier größtenteils eine Fehlerkarte, aber man kann sie, glaube ich, vom Graveyard Special summonen, wenn eine andere Zodiac-Karte zerstört wird. Bei Battle or Card Effect könnt ihr die hier aus dem Graveyard Special summonen, deswegen ist sie ganz nett. Drin zu haben im Deck, deswegen habe ich davon drei Stück drin. So, dann haben wir Nibiru, The Primal Being. Das ist eine Karte, die auch in vielen Decks generell gerannt wird, einfach nur weil nach 5 Special Summons, nach 5 Spezialbeschwörungen, könnt ihr dem Gegner einfach ein Token aufs Feld jubeln und selber dann damit Nibiru Special summonen. Auch immer eine praktische Karte zu haben. Dann haben wir Schwarzes Loch. Im Endeffekt auch nur eine Filler-Karte, aber einfach eine starke Karte. Hageki auch eine starke Karte. Harpienstau, Staubwedel ist natürlich auch eine starke Backdoor-Removal-Karte. Dann haben wir Monster Reborn, Wiedergeburt. Damit kann man viele von diesen XY-Monstern halt auch ganz praktisch nochmal zurückkriegen. Und dann lustige Dinge damit treiben, I guess. Oder halt auch generell Monster Reborn hat. Eigentlich immer eine gute Karte. Oder fast immer. Port of Desires, zweimal. Lightning Storm ist auch einfach eine starke Karte. Zodiac Sign ist ein Field-Spell, mit dem ihr dafür sorgen könnt, dass es dem Gegner erschwert wird, Monster auf eurem Feld loszuwerden. Und außerdem kriegen eure Monster durch ATK und Death, also einfach ein leichter kleiner Buff-Effekt und hat noch ein bisschen Utility für euch. Deswegen habe ich den Field Spell auch direkt mal zweimal reingegeben, weil dann zieht man öfters mal. Und das ist tatsächlich ganz praktisch, finde ich persönlich. Fire Formation Tanky kann man auch weniger als drei Copies von runnen, aber ich habe halt drei Copies in meinem Tribal Gate Deck, deswegen habe ich davon jetzt auch drei Stück in diesem Deck hier. Ist halt ganz praktisch, um eine von euren Monsterkarten halt einfach zu ziehen. Dann haben wir noch dreimal MST. Wir haben dreimal Forbidden Chalice. Das ist praktisch, um Monster-Effekte zu negieren. Und weil es ein Quick-Play-Spell ist, könnt ihr das auch im gegnerischen Zug nutzen. Called by the Grave, auch hier gut, um Effekte zu negieren. Ihr löscht einfach eine Karte aus dem Graveyard und banisht die und deaktiviert dann den Effekt dieses Monsters für diesen Spielzug. Mirror Force, muss ich glaube ich nicht großartig was zu sagen. Spielkraft ist immer eine gute Karte eigentlich. Zodiac Combo ist auch noch eine ganz starke Karte. Vor allem ist es nur eine normal Rarity-Karte. Also davon könnt ihr easily drei Stück neue Deck reinkriegen. Ich gehe mal davon aus, dass ihr genau wie ich 10 Trilliarden Normal-Monster habt, die ihr 10 Trilliarden mal auch doppelt habt quasi. Damit kann man ein XYZ-Monster, das ihr kontrolliert, targeten und dann könnt ihr einfach eine Zodiac-Monster-Karte aus eurem Deck als Material daran hängen, das ist schon mal ein guter Effekt. Und außerdem könnt ihr diese Karte halt aus dem Graveyard banishen und könnt 5 verschiedene Zodiac-Karten aus eurem Graveyard targeten und könnt die zurück in euer Deck shuffeln und könnt dann nochmal eine Karte ziehen. Auch nochmal ein ganz praktischer Nebeneffekt. Infinite Impermanence ist auch immer eine gute Karte, damit kann man auch nochmal Effekte negieren. Und zu guter Letzt Solemn Judgment, auch das eine gute Karte. Auch hier eine weitere Karte zum Effekte negieren. So, dann gehen wir mal ins Extra-Deck. Divine Arsenal ist genau wie, also göttliches Grollheimer Zeugs. Ich habe gerade vergessen, wie die Karte auf Deutsch heißt. AA Zeus, whatever. Diese Karte ist ultra overpowered im Tri-Brigade-Deck und selbe Skill auch für dieses Deck. Ihr stackt halt euer XY-Monster hoch, sprich ihr beschwört, was weiß ich, hier Whiptail oder Furrowblade und dann stackt ihr hier einmal Tiger Mortar drauf und Borbo und die hier und schlag mich tot und am Ende kloppt ihr dann, nachdem ihr einmal angegriffen habt und die Karte muss natürlich überleben, eure XY-Karte, kloppt ihr dann am Ende hier Divine Arsenal drüber und dann habt ihr hier die ultra overpowerte Divine Arsenal-Karte, die halt einfach das ganze Feld wipen kann und das in der Regel zwei oder dreimal sogar mit diesem Deck manchmal sogar. Je nachdem, wie viele Materialien ihr da dran hängen konntet. Also diese Karte ist einfach mega OP, würde ich euch auf jeden Fall zu raten, die im Deck zu runnen. Falls ihr die nicht craften könnt, ist es auch jetzt nicht so der Mega-Verlust mit dem Spiel, aber die mit diesem Deck, aber die ist schon, das ist schon der Beatstick 9000. Der Beatstick schlechthin, die ist schon extrem gut. Chakanin ist nicht ganz so krass. Ist aber für dieses Deck tatsächlich, also im Tri-Brigade-Deck ist diese Karte mehr oder weniger Trash. In diesem Deck hier ist es ziemlich strong. Once per turn, you can detach one material from this card. Und dann könnt ihr halt ein Zodiac-Monster in eurem Graveyard Special summon, oder aus eurem Graveyard Special summon. Der Effekt ist ganz nett.
Damit kann man schon mal den Gegnern doch nochmal Death Combo. Vor allem, wenn ihr wenn ihr Whiptail damit Special Summoned, könnt ihr theoretisch gesehen später, ich glaube im selben Zug nicht, weil die Effekte werden negiert, aber ich glaube im nächsten Zug könnt ihr die Karte dann theoretisch auch, ich glaube sogar im gegnerischen Zug, ich glaube das ist ein Quick-Effekt. Ja, es ist ein Quick-Effekt. Ihr könnt dann sogar im gegnerischen Zug diese Karte quasi an diese Karte einfach anhängen und dann hat ihr einfach noch ein bisschen mehr Wumms dahinter halt und kann nicht so leicht gekillt werden. Dann haben wir noch Hammer Kong. Hammer Kong ist nicht so eine krasse Karte, die wird meistens einfach nur als Fodder benutzt von mir. Also ich habe die noch nie wirklich gespielt, die wird einfach nur als Materialfodder genutzt, also quasi, dass sie als Material dranhängt, zum Abhängen von irgendeiner anderen Karte dann später. Das hier ist eine der wichtigsten Karten, Zodiac Borbo, damit könnt ihr den Gegner direkt angreifen. Und nachdem ihr den Gegner direkt angegriffen habt, selbst wenn ihr mit 0 ATK angegriffen habt, könnt ihr danach halt dabei einen Astronaut Special Summon. Und Drydent ist tatsächlich im Deck auch extrem wichtig. Im anderen Deck, also im Tri-Brigade Deck, ist die nicht so wichtig. In diesem Deck ist die ziemlich wichtig. Mit Drydent könnt ihr ein Material abhängen und könnt dann ein, ich glaube, Monster nur. Ihr könnt jetzt schon, ja genau, wir können eine Face-Up-Karte, nur so war das. Das ist also eine Limitierung. Ihr könnt hiermit eine Face-Up-Karte zerstören, also Monster zum Beispiel, oder halt auch eine Face-Up-permanente Falle zum Beispiel, oder permanente Trap-Card, Spell-Card, also Zauberkarte. Könnt ihr einfach damit, löschen. Also, was heißt löschen? Also, zerstören. Löschen wäre ja aus dem Spiel entfernt. So, und auch Tiger Mortar ist größtenteils eine XY-Vorderkarte, aber die hat, glaube ich, auch einen ganz praktischen Effekt. Was war das nochmal? Genau, damit kann man, glaube ich, Detach One. Ja, man kann, glaube ich, damit Material transferen auf eine andere XYZ-Karte. Das ist irgendwie so ein Corner-Case. Manchmal ist die ganz praktisch, aber in der Regel nutzt man den Effekt nicht. Dann habe ich hier noch eine Filler-Karte, Gemknight Pearl, keine Ahnung, whatever. Wenn man es schafft, zwei Level 4 Monster zu summonen und sonst nichts anderes aufs Feld kriegt, kann man die Karte halt auch nochmal XY Special summonen. Und dann haben wir noch Number F0 Utopic Draco Future und Number F0 Utopic Future. Die beiden Karten sind extrem stark. Die habe ich tatsächlich selber im Duell noch nie benutzt, aber die sind halt auch extrem stark. Hiermit könnt ihr, glaube ich, ein Monster einfach angreifen. Ihr nehmt keinen Schaden davon und übernehmt dann für, ich glaube, bis zum Ende des Zugs oder generell bis zum Ende des Duells, übernehmt ihr dann quasi das Monster. Also quasi, ihr greift eine Karte an, keiner nimmt davon Schaden. Die Karte hat auch 0 ATK und 0 Death und übernehmt dann das gegnerische Monster. Until the end of the battle phase, genau. Dann könnt ihr den Gegner halt mit seinem eigenen Monster quasi zu Tode kloppen. Im Endeffekt haben quasi beide Karten und die Karte hat, glaube ich, noch einen extra Effekt. Ich habe gerade vergessen welchen. Frag mich nicht. Die Karten sind stark, ich habe sie aber selber noch nie gesammelt. Die sind also nicht zwingend notwendig in diesem Deck. Aber ja, das ist das Deck soweit. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir über in die Replay-Phase und ich zeige euch die beiden Duell-Replays. Also bevor wir das machen, noch eine Randnotiz. Tatsächlich runnen viele Leute Suicide-Burn-Decks in einem Event. Ich persönlich werde das nicht tun und habe es auch nicht getan. Aber viele Leute Suicide-Burn in diesem Event. Da man, wenn man verliert, wenn man verliert, kriegt man 50 Punkte und wenn man gewinnt, kriegt man 100 Punkte. Und in der Regel ist es schneller, ist es effizienter und schneller, einfach ganz oft zu verlieren, oder ganz schnell zu verlieren, als langwierig zu gewinnen. Deswegen viele Leute töten sich auch mit Absicht und kassieren dann die 50 Punkte und das ganz schnell. Finde ich nicht so nice, aber ja, nicht wundern, ihr werdet teilweise extrem schnelle Wins kriegen, weil Leute sich einfach selber umbringen, um 50 Punkte zu kriegen und ihr kriegt dann halt die 100 Punkte, I guess. Aber ich hatte zwei, also in diesen 5 Duellen hatte ich mindestens 2 Actual Duelle, von denen ich euch gleich Replays zeigen werde. Es gibt also tatsächlich auch echte Duelle, die dann auch interessant sind. Das andere finde ich ein bisschen langweilig und ein bisschen cheaty, deswegen, ich werde das nicht tun. Ihr könnt es natürlich tun, wenn ihr wollt. So ein Suicide Burn Deck könnt ihr natürlich gerne spielen. Ich werde das auf jeden Fall nicht tun. Ich glaube, zwei von den Duellen, die ich hatte, waren Suicide Burn Decks. Ein Duell war es. Eventuell auch ein Suicide Burn Deck, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und zwei Actual Duelle hatte ich. Aber ich würde sagen, ich lade mir die Replays und dann hören wir uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon im ersten Replay. Wie bereits gesagt, bin ich jetzt Platin. Das heißt, das hier ist tatsächlich ein. So, wir gehen erstmal kurz auf Pause. Das hier ist ein Platin-Gegner, der andere Gegner ist auch ein Platin-Gegner. Das heißt, das hier sind schon High-Level-Gegner. Das sind somit die schwierigsten Gegner, die man kriegen kann, logischerweise, weil es das höchste Level ist, das man hier haben kann. Ich würde sagen, wir starten mal rein. So, wie ihr seht, erstmal kurz hier mein Start-Draw. Also, er spielt ein Red-Eyes-Deck, wie ihr seht. Er spielt erstmal Red-Eyes-Inside. Wir haben einmal Ash Blossom, Zudik Whiptail und Furrowblade und dann hier halt den Field Spell und Solemn Judgment. Das ist der Start-Draw, den ich habe. Ich glaube, ich habe ihm direkt Denied hier. Ja, genau, wir haben das direkt Denied hier. Wir haben ihm direkt hier den Effekt Denied mit Ash Blossom. Dann hat er mir mein Ash Blossom Denied, indem er die Ash Blossom-Karte einfach gebanished hat. Da dachte ich mir auch noch so, ja, okay, schön für dich. Wie du meinst, mein Freund. So, das Ganze resolved jetzt. Er darf doch seine tolle Trap, glaube ich, ziehen. Genau, irgendeine tolle Trap, mit der dann ein Red-Ass-Monster zusammen kann. Ich mache gleich einen nubigen Fehler übrigens. Was heißt ein Fehler? Ich wusste, dass das passieren würde. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber ich dachte, ich probiere es mal aus. So, ich dachte mir, komm, ich force ihn jetzt dazu, dass er seine Karte nutzt. Vielleicht krieg ich hier seinen Red-Ass Dragon. Aber er hat dann logischerweise dann seinen Trap danach aktiviert. Er kriegt seine Red-Ass Karte und mein Monster Reborn. Das fizzelt einfach und ich krieg die Karte natürlich nicht, weil er sich Special Summoned. Ich dachte mir, schade. Die Animation spielt trotzdem, was ich irgendwie lustig finde. Aber ja, gut, er hat mir das denied. Dann Special Summoned noch irgendeinen anderen Quatsch. Keine Ahnung, schön für ihn. So, jetzt aktivieren wir erstmal unseren Field Spell.
Dann setzen wir Solemn Judgment und beginnen zu Special Summon Nummer 1. Ich werde es mal skippen. So, wir fangen mit Tiger Mortar, wie gesagt, eine reine Vorderkarte. Wir hängen Whiptail dran, damit die Karte noch stärker wird. Wunderprächtig. So, dann kommt Hammer Kong, wieder eine Vorderkarte. Ich glaube, beendet haben wir das Ganze dann mit. Genau, jetzt kommt erstmal Chaconine. Was habe ich dann gemacht? Ich glaube, jetzt kommt Dryden. Ne, jetzt kommt erst Bobo und dann kommt. Ich hab gefullstackt, weil warum nicht? So, und jetzt kommt Dryden. Genau. Zack, mit Dryden habe ich dann einfach hier diese Karte entfernt. Wunderbar. Den Effekt habe ich ja gerade erklärt, dass man eine Karte removen kann. Dann zerstören wir so ein anderes Monster. Außerdem wird die Karte gebanished, wegen Whiptail, glaube ich. Dürfte es sein. Danach dachte ich mir, spielen wir safe. Und upgraden hier an der Stelle einfach mal auf Divine Arsenal, damit ich mir hier nichts anhaben kann. Wichtig ist, dass Divine Arsenal übrigens noch Rageki werden kann. Wenn er jetzt die Rageki spielen würde, theoretisch gesehen, könnte er diese Karte trotzdem zerstören, weil man den Effekt von Rageki mit Divine Arsenal, soweit ich weiß, nicht canceln kann. Warum merke ich das gerade an? Ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt. Das merke ich an der Stelle an, weil... Riesenüberraschung. Riesenüberraschung. Also, es dauert kurz. Nicht diesen Zug. Aber Riesenüberraschung, er spielt echt Rageki. Deswegen merke ich das an, aber wir haben hier Solemn Judgment, deswegen kann er... Ja, er meint so, Edge Badge, du darfst deine Supi-Dupi Fire Formation Tanky Karte nicht aktivieren, ist aber egal, wir haben eh schon den Ultra Beat Stick auf Doom des Todes auf dem Feld. Spielt also keine Rolle. Er neigt mir das, ich greife ihn einfach an. So, und jetzt geht er gleich hin und will Rageki'n, aber wie bereits gesagt, das können wir natürlich mit Solemn Judgment canceln, deswegen jetzt kommt gleich der Rageki-Play. Wo ist er? Na komm. Ah, kommt erst im nächsten Zug, okay, schon. Erst einen weiteren Zug später. Erstmal ziehen wir selber Rageki und ich dachte mir so, oh, okay, jetzt hat er endgültig verloren, jetzt ist hier komplett over. Jetzt kann man nichts mehr anhaben. Es sei denn, er hat Rageki, oh nein. Oh nein, bitte spiel nicht Rageki, oh, das würde mich zerstören, oh nein. Das wäre ja so schlimm, dann spielt er halt Rageki und dann kommt jetzt hier halt Solemn Judgment und Nägel mit Köpfen, danach ist halt vorbei. Ihr seht, dieses Deck ist sehr stark. Er spielt ist auch nicht das stärkste Deck, ich glaube, Redders Decks sind ist nicht so ultra stark, generell. Und auch in diesem Format sind nicht so stark. Und er kommt jetzt hier mit irgendeiner Edge-Badge-Falle hier, Forbidden Droplet. Ja, hast du nichts von, mein Freund. Ich lösche die einfach. Und dann gewinne ich halt. Deswegen ist die Karte so stark. Du kannst damit einfach alles löschen. Monster, Fallen, Spells, alles. Du kannst einfach alles löschen. Es sei denn, es ist sowas wie Rageki, was einen Immediate-Effekt hat. Das kann man natürlich nicht löschen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt hier ins zweite Replay. Und da hören wir uns dann auch gleich wieder. So, und da sind wir auch schon im zweiten Replay. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht zu schnell, rushe nicht zu schnell durch. Wie bereits gesagt, die Replays sind hauptsächlich dazu da, dass ihr seht, wie stark dieses Deck ist. Zum einen das, logischerweise. Und zum anderen, damit ihr vielleicht seht, wie man dieses Deck wirklich spielt. Aber ich habe ja eh gerade schon so grob, ne, im Deckerstellungsbildschirm so grob erklärt, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt hier nochmal die Demonstration quasi. Und natürlich auch gegen echte Gegner, damit ihr seht, wie das Ganze hier läuft. Das habe ich übrigens in meinem anderen, ich glaube, ist das nicht sogar ein Suicide-Burn-Deck hier, was er hier spielt? Nee, das ist glaube ich so ein halbes Suicide-Burn-Deck tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Oder war es einfach nur ein Ritual-Deck? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade nicht mehr so genau auf dem Schirm, was der hier genau spielt. Wie auch immer, wir maxen das erstmal, damit er uns hier ein paar Karten spendet. Oder zumindest eine Karte spendet. Und jetzt macht er irgendwelche lustigen Sachen. Ich weiß nicht mehr genau, was er hier macht. Irgend so ein Ritual-Deck ist das hier, das hier runnt. Aber ja, wie ihr seht, dieses Deck hier ist ziemlich strong. Der burnt sich selber jetzt schon mal ein bisschen hier. Der liebe Freund. Dann spielen wir hier unsere Field-Spell-Karte aus. Special Summon Bunny Blast. Hauptsächlich einfach nur, weil die höhere ACK-Wert als Ramrum hat, glaube ich. Und außerdem können wir damit halt Spells denyen. So, jetzt setzen wir unsere Combo fort. Aus Tiger Mortar wird Hammer Kong. Da können wir jetzt gleich Whiptail anhängen. Das hätte ich gerade auch schon machen können. Oder noch nicht. Dann kommt erst Chaconine. Und jetzt hängen wir, glaube ich, gleich Whiptail an. Das mache ich jetzt gleich irgendwann, weil ich habe es einfach vergessen. Dann kommt Bobo. Wie gesagt, wir kommen hier einfach mehrere XYZ-Karten aneinander, damit wir mehr Material in der Karte haben. So, jetzt hängen wir hier Whiptail an, damit er mehr ACK hat. Dann kommt Dryden's. Mit Dryden sorgen wir dafür, dass wir ihn direkt angreifen können, dass er auch schön keine Monster mehr auf dem Feld hat. Indem wir das Monster zerstören, indem wir ein Material abhängen. Danach greifen wir ihn direkt an. Natürlich auch jetzt werden wir natürlich das Ganze hier finishen mit Divine Arsenal, ist ja klar. Falls ihr genau wie ich vorher noch nie eine Ritualbeschwörung gesehen habt, wie das aussieht in dem Spiel, werdet ihr jetzt gleich eure erste Ritualbeschwörung sehen, denn der Ritualbeschwörer ist der Gegner, soweit ich das in Erinnerung habe. Jetzt swipet er hier meine Karten, okay, soll er halt machen. Ich glaube, jetzt Ritualbeschwörter gleich hier der Freund. War das nicht so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja genau, es kommt hier eine Ritualbeschwörung, so sieht das um uns aus. Wusste ich auch nicht, dass es so aussieht. Megalith B4, das freut mich natürlich sehr für ihn. Ich dachte mir so, ja, du kannst natürlich versuchen, meine Karte zu entfernen. Ich bin aber der Meinung, dass das mal sein lässt, dachte ich mir dann so. Hab dann alle seine Karten entfernt. Dann hat er auch meine Karte entfernt gekriegt, war dann ein bisschen nervig, aber im Endeffekt ist es mir relativ wurscht. Denn, ja, wir kloppen ihn einfach weg und dann war's das. Dann habe ich genau das Ramrum beschwört. Theoretisch könnt ihr uns auch, das ist zwar eine Handtrap, aber ihr könnt auch Skullmeister einfach als Monster beschwören, wenn ihr keine andere Karte auf der Hand habt. Muss nebenbei. Das ist ein tatsächlich relativ capable Monster mit 1700 ATK. So, dann haben wir hier den lieben Whiptail gespecial summoned.
für mehr Damage einfach. Der Gegner ist fast tot. Und ich glaube, danach hat er entweder aufgegeben oder hat doch irgendwas versucht und ist gleich gescheitert. Irgendwie sowas. Ja genau, es kommt die Karte hier. Damit er diese Karte nicht zerstören kann, wie gesagt, könnt ihr auch mit einem Zug als Quick-Effekt könnt ihr das Riptail einfach anhängen. Zack. Und damit hat sich das Ganze jetzt hier erledigt, logischerweise. Damit haben wir jetzt gewonnen. Ich habe Spielkarte hab ich noch gesetzt. Ja, natürlich. Ich spiele es immer ganz seriös bis zum Ende durch. Dann haben wir hier den Borbo beschwört und haben nicht mal Skullmeister gesetzt, beschwört, sondern wir haben ihn einfach direkt angegriffen und dann hat sich das Ganze erledigt. Aber wie ihr seht, so spielt man dieses Deck. Ihr könnt größtenteils um den Gegner drumherum spielen. Mit Borbo könnt ihr ihn einfach direkt angreifen. Ihr könnt eure Divine Arsenal-Karte beschwören, um das Feld einfach wegwipen zu können. Mit Dryden könnt ihr aufgedeckte Karten wipen. Und grundsätzlich, ja, so läuft der Hart hier. So funktioniert dieses Deck und ich würde fast sagen, damit, ja, wär's das mit den Replays soweit erstmal. So. Ja, damit wär's das mit den Replays, übrigens gesagt. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden, was ich da gerade gezeigt, erklärt habe zu dem Deck. Und ich hoffe, es gefällt euch, weil solltet auch ihr ein Tri-Brigade-Ranked-Deck verwenden, könnt ihr das relativ leicht konvertieren in dieses Deck, zumindest wenn, ne? Wenn ihr so ein ähnliches Deck habt wie ich, sag ich mal. Solltet ihr das nicht haben, könnt ihr logischerweise euer Tri-Brigade-Deck nehmen. Und könnt einfach zum Beispiel statt Spielkraft habt ihr vielleicht, was weiß ich, irgendeine andere Karte. Dann zum Beispiel habt ihr vielleicht zweimal Infinite Impermanence, dann packt ihr einfach die raus und packt nochmal die Karte hier einmal rein und dann, ne? Also, ihr könnt da mixen und matchen, wie ihr wollt. Das ist nur hier eine Erklärung dazu, wie man dieses Deck hier runnt, weil es dann doch ein bisschen anders funktioniert als ein Tri-Brigade-Deck. Aber grundsätzlich, wie bereits gesagt, dieses Deck basiert grundsätzlich darauf, dass man hier halt seine Zodiac-Monsters beschwört. Dann stackt man mehrere von diesen Zodiac-XY-Monstern und finisht das Ganze in der Regel entweder mit Dryden, mit Borbo oder dann zu guter Letzt dann halt mit Divine Arsenal. Und dann kloppt man dem Gegner ordentlich einen ins Gesicht rein und gewinnt dann in der Regel das Duell damit. Wie gesagt, ihr werdet einige Free-Wins kriegen und sehen, weil viele Leute einfach solche Suicide-Burn-Decks runnen. Aber man kann zwischendurch dann trotzdem noch mal, dann doch noch mal ein, zwei ganz spaßige Duelle haben, was ja der Sinn der Yu-Gi-Oh! In meinen Augen ist, dass man spaßige Duelle hat und nicht Free-Wins kriegt oder mit Absicht verliert. Ich verstehe nicht, warum Leute das machen. Also ich sehe darin einfach, für mich ist da einfach kein Spaß, da steckt kein Spaß dahinter. Und das Zeitinvestment, das die Leute dann da machen, ich weiß nicht, man könnte wahrscheinlich auch einfach einen echten Job machen, so, arbeiten gehen und Geld verdienen, dann könnte man das Geld ins Spiel reinstecken und wird wahrscheinlich mehr Gems und mehr Kram im Spiel dadurch kriegen. Aber jedem das sei, ne? Ich meine, wenn Leute hingehen wollen und lieber mit Absicht in Yu-Gi-Oh! Verlieren, dann sollen sie es meinetwegen tun. Ich sehe da nicht wirklich den Sinn dahinter. Ich versuche lieber zu gewinnen und habe dann so meinen Spaß. Aber gut, das wäre das heutige Video, wie was gesagt. Das ist das Deck. Falls euch gefällt, könnt ihr es lieben gerne auch runnen, logischerweise. Das ist der Sinn dahinter in diesem Video. In diesem kleinen Deck-Guide-Video, dass auch ihr hier ein kleines spaßiges Deck für dieses neue Event habt. Das wär's von mir fürs heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.